Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Haze. Wir sind das letzte Mal mit Merino auf eine Seite gewechselt, also zu Merino auf die Seite gewechselt, auf die Seite der höchstwahrscheinlich guten Leute. Und ja, wir bekämpfen diese Typen da. Und fuck. Wir müssen jetzt... Ja, wir haben jetzt auch einen anderen Kompass. Die einzige Waffe ist in deiner Hand. Was ist in der Hand deines Gegners? Du musst sie ihm abnehmen. Als Regel kannst du... Als Rebell kannst du deinem Gegner die Waffe stehlen, aber du musst schnell sein. Führe einen Nahkampfangriff gegen Watchstrap aus und drücke dann schnell, okay? Du musst dich beeilen. Drücke, sobald du mit ihm im Nahkampf... Sobald du ihn im Nahkampf betäubt hast, okay? Oh, shit. Ja. Ich erinnere mich damit... Oh, fuck this shit. Watchstrap, Pesci, hört auf damit! Das sind keine Feinde von uns! Du hast ihn, aber mich wirst du nicht kriegen! Wenn du das glaubst, dann bist du der Feind, du Penner! Ja! Meint, ihr seid Gute. Ja, wir zielen jetzt auch anders. Du bist ein absoluter Witzmann! Where the fuck ist der? Hier drin? Haben Skincode und du geglaubt, dass uns der Schrott aufhalten würde? Where the fuck seid ihr? Na los! Wo bist du? Pesci, wo bist du? Du hättest zu Hause bleiben sollen! Wo ist denn der? Na los! Lass doch! Ja, ich muss ihn erstmal finden. Moment, hier vielleicht. Hast du Angst, kleiner Mann? Solltest du! Oh, hier ist er irgendwo. Juhu, oh. Carpenter! Bereit für eine Abreibung? Scheiße! Das wird schon wieder. 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 Ich bin ein Verräter. Verräter? Welchen Grund haben Sie dir für die Anwesenheit hier genannt? Ethnische Säuberung. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Welches Volk wird gesäubert? Ich weiß nicht. Welche Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Bevor Mentell auftauchte, hatten wir noch nicht einmal eine Armee. Ja, du bist ein Verräter, aber jetzt bist du auf der richtigen Seite. Du kannst mit Zuversicht kämpfen. Wenn ihr nichts Unrechtes tut, warum hat uns Mentell hier hingeschickt? Genau das müssen wir herausfinden. Ich heiße Gabriel Merino. Shane Carpenter. Gabriel, hörst du? Wir haben endlich das Notsignal lokalisiert. Verstanden. Ich öffne euch das Tor. Ja. Das waren Watchstrap und Pesci. Einst unsere Kameraden, aber... Naja. Ich würde jetzt gern sagen, wie Duval bezeichnete, nur Fleisch, aber ich möchte dem Wichser nicht in einer Sache recht geben. Ach so, hier ist nur so ein Rundgang. Ich dachte gerade, what the fuck. Hä? Waffenkiste benutzen. Ja, sehr gut. Wir haben aber keine Zweitwaffe, das ist nicht so nice. Egal. Und übrigens, falls ihr oben auf den Kompass schaut, jetzt haben wir da auch so eine Hand als Symbol, wo wir hin müssen und nicht nur... Ja, so was anderes halt. So Nektarwaben. Okay. Also. Wir haben's. Wir haben das Signal bis zum Südstrand von Gambu zurückverfolgt. Ich will, dass du einen Trupp dorthin bringst. Vermutlich wird das Signal von einem von euch gesendet. Okay. Ich schaue nach. Shane, komm schon! Dieser Hubschrauber fliegt zum Südstrand von Gambu. Ja, sehr gut, da müssen wir auch hin. Solltest du Zweifel haben,
findest du am besten den Ursprung des Signals, um mehr zu erfahren. Alles klar. Bist du jetzt mein Bro? Ist gut. Ich bin nicht mehr bei Mantell. Ich hab's mir überlegt. Ich arbeite für euch. Wie heißt du? Gabriel, diese Typen sind nicht sehr entgegenkommend. Kannst du irgendwas tun? Sprechen die Deutsch? Shane, Promise Hand ist für deine Entscheidung sehr dankbar. Aber du hast Fehler gemacht. Vergiss das nicht. Diese Männer vergessen nichts. Ja, sie sprechen Deutsch. Aber sie sprechen nur, wenn es ihnen passt. Wo fliegen wir hin? Wir empfangen einen Notruf. Vom Gambu Südstrand. Ja, Fehler gemacht und wir müssen uns jetzt quasi erstmal beweisen. Südstrand von Gambu. Geheime Mentalzone, okay. Weiß ich nicht genau, was das heißen soll, aber vielleicht ist die Valia hier. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Gut, schlage dich zum gestrandeten Containerschiff zu. Ich bin verwirrt. Ich sehe hier keinen Strand. Mantell könnte bereits am Strand stationiert sein. Und in diesem Fall ist Fliegen zu gefährlich. Dann musst du fahren. Ja, nice. Okay, na los, gehen wir. Wir nehmen den Muli. Der Typ ist übrigens der Typ, der im Normalfall, wenn man Koop spielt, der andere ist halt. Hey, nice. Geil. Ich dachte, der fährt jetzt eigentlich mit dem eigenen Gefährt, aber okay. Ich erinnere mich sogar noch an viele der Sachen, die jetzt hier noch kommen werden. Das vom vom Containerschiff gar nicht gesprochen. Oh fuck, da sind ja Leute, das habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Was können wir jetzt eigentlich mit L2 machen? Weil Nektar haben wir ja keinen mehr. Ich glaube, wir können damit irgendwelche Typen entwaffnen. Okay, ich glaube... Machen wir, was ist das? Halt. Oh, genau, wir können jetzt Nektar... Wie machen wir? Wechseln wir die mit... So wechseln wir die, okay. Ja, nice. Wir haben jetzt hier Nektar und normale Granaten. Nektargranaten sind die, die uns als bei Mantell hier so richtig am Arsch gegangen sind. Das waren die, wie sagt man die, die halt... Achso, wir sollen da eh runter, glaube ich. Das waren die, die uns halt die ganze Sicht vernebelt haben und... Also ich sag mal so, die sind recht sinnvoll für uns jetzt hier, wenn wir bei Promised Hand arbeiten. Kann man sagen? Kämpfen. Ja. Ja. Wir fahren da jetzt einfach vorbei. Oh shit. Okay, ich glaube, wir haben unseren Buggy gestrandet. Oder? Da kommen wir da irgendwie wieder drauf. Ah doch, jetzt hier. Komm. Nein, nicht als Passagier. Nicht als Passagier. Oh, absteigen, bitte, danke. Okay, ich glaube, ich habe mich hier reingebackt. Ah, doch nicht. Aber der Typ wurde schon getötet. Am Arsch. Okay, ich glaube, ich sollte den Speicherpunkt neu starten, weil ich glaube, ich habe mich jetzt hier ziemlich verschissen, weil ich habe das Gefährt gestrandet und wir müssen noch einen sehr weiten Weg, das weiß ich noch. Also zum Containerschiff sind sie jetzt sicher noch... Also den Part erreichen wir es nicht mehr, sage ich mal. Wo sind wir jetzt eigentlich? Spuren legen, okay.
Carpenter! Hab ihn! Sehr gut. Dann machen wir jetzt hier die Nektargranate und weiter geht's. Wenn du eine Leuchtgranate siehst, solltest du dich da hinbegeben. Ja, ich weiß, dass das unsere Zielmarkierungen sind. Auf nimmer Wiedersehen! So, wir sollten jetzt hier kurz warten, bis wir wieder halbwegs regeneriert sind. Komm, gib Gas. Kleines Gefährt. Du kannst es, ich weiß es. Sekunde. Oh. Hä? Merino zählt auf uns! Oh shit, ich glaube, zu dem kommen wir es nicht gut hin. Nö, schade. Egal. Die werden ihren Einsatz bereuen. Ich möchte jetzt hier nämlich einige der Nektargranaten sammeln, weil die sind schon ziemlich nützlich, werdet ihr nachher feststellen. Oder halt bald, nächsten übernächsten Part wird das dann sein. Ich erkenne, wenn ich tue. Der Typ ist schon tot. What the fuck? Okay, der ist aber mir, glaube ich, immer drauf gegangen, also das ist... Und was ist hier? Es lebe Merino! Halten. Promessa! Habe ich dem jetzt eine Granate? Diese windigen Typen kriegen gleich Ärger. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe, genau. Ach ja, genau, der Typ kann, glaube ich, nicht sterben. Ich glaube, der steht dann einfach wieder auf, noch ein, zwei Minuten oder halt ein paar Sekunden. Wir haben da, glaube ich, aus dem einen Typen jetzt gerade eine Mine gemacht. Nee. Da lang. Du hast keine Chance gegen uns! Moment, hä? Hier waren wir doch gerade... Haben wir eine Runde gedreht? Oh, das schaut neu aus. Komm. Hui. Ja, hier müssen wir lang. Das war, glaube ich, gerade so eine Rundreise, die wir gemacht haben. Ja. Sehen wir... Ah, da hinten ist schon das Containerschiff. Aber ja, ich glaube, dieses Mal wird es nichts mehr werden. Weil da kommen noch ein, zwei Kleinigkeiten, bevor wir dort sind. Was war das? Oh, shit. Keine Ahnung, was das gerade war, aber ich glaube, es war sowas wie eine Mine. Wir sollen hier echt nicht durchkommen. Oh, fuck. Okay, den Mörser. Oh, shit. Gut, wir warten hier, bis der Typ A... Oh, shit. Wow. Die Soldaten sind angestachelt von Nektar. Blind für die Schrecken des Krieges und können somit auch keine Leichen sehen. Kämpfer und Promise Hand können das ausnutzen, indem sie sich... Kämpfer von Promise Hand können sich da, indem sie sich totstellen, okay? Nachdem schwerer Schaden erlitten wurde, erscheint die Totstellenaufforderung für kurze Zeit. Wenn du L2 drückst, das können wir mit L2 machen, fällst du zu Boden und stellst dich tot. Versuch es jetzt. Okay. Deine Sicht wird verschwommen sein, wieder normal und dann nochmal verschwommen. Wenn du nochmal drückst, sobald deine Sicht normal ist, wirst du schnell aufstehen. Okay. So. Willst du da vorbei? Fertig. Gib mir eine Minute, ich finde einen Weg. So, das ist das Totstellen. Nicht entkommen lassen! Das ist ein Kinderspiel!
Oh fuck the shit, warum stehst du nicht auf? Oh Gott! Totstellen! Verpisst ihr euch jetzt gerade? So, jetzt schnell hoch! Oh fuck this shit! Ich glaube, wir hätten den Buggy nehmen sollen. Oh fuck. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade nur sehr wichtig, weil später... Glaube ich nicht, weil... Oh fuck this shit. Die Sache ist, es sind so viele von diesen fucking Mörsern. So, ich würde sagen, wir... Mach jetzt A, hier eine Nektargranate aus dem Typen. Noch nicht. So. Wir fahren jetzt mit dem Buggy erstmal kurz rückwärts. Holen vielleicht unseren Kumpel hier ab. Komm, steh auf. Gut, du kannst nicht aufstehen. Gut, wir müssen absteigen, sonst explodiert der Buggy genau neben uns. Das wäre nicht schön. Und da oben ist der Mörser. Gut, das wäre jetzt irgendwie nice, wenn wir andere Waffen... Achso, wir haben eine andere Waffe. Oh, shit. Ja, wer sagt jetzt, wir haben jetzt nur eine Schrotflinte. Bewegt euch, Männer! Ist das schon alles? Wem soll ich in den Arsch treten? So. Oh, Sturmgewehr aufheben. Das ist deren Sturmgewehr. Hm. Ja, könnte tatsächlich nützlich sein, wenn man die Waffen der Feinde aufnimmt. Verstanden. Ich übernehme die Mörser hier und werde die Barrikaden damit sprengen. Alles klar. Wo ist die Barrikade? Zoomen. Da. Gut. Es müssen aber die sein. Es geht nicht! Sie müssen aus polymorphem Stahl sein. Genau wie die Mentell-Rüstungen. Soll heißen... Das heißt, du solltest nicht auf die Barrikaden schießen, sondern sie zerquetschen. Oh. Verstehe. Genau so. Hehehe, wunderbar. Genauso soll das sein. Können wir es nicht? Warum können wir keine mehr? Ach, wir können die hier irgendwie, aber... Nein, so. Wir können die leider nicht weiter verunstalten, diese Leichen. Aber gut, wir können sie zu so Todesfallen machen, aber das bringt ja nichts. Wenn die nicht auf die draufsteigen. Aufwand. Wo seid ihr? Da waren noch andere. Ich schwöre, dass da mehr als einer ist. Komm. Ah, shit. Komm. Das Problem, ganz ohne irgendwelche Leute ist es auch nicht nice. Hey, das ist mein Buggy. Mein Buggy. Verstehst du? Comprende? Meiner. Beziehungsweise Quad. Es ist ein Quad. Es ist kein Buggy, sondern ein Quad.
Gut, dann auf durch die Barrikade durch. Wow. Und jetzt? Oh, da. Sehr nice. Okay. Oh, dann kann ich mich auch noch erinnern an dieses Gebäude hier. Ja, aber ich würde sagen, was hier passiert bei diesem Gebäude, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Haze. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.